Für wen gehst du? Wem gehörst du? Liebe Schwestern und Brüder, diese Frage ist uns Heutigen geradezu merkwürdig. Was heißt das, für wen gehst du? Wem gehörst du? Die Antwort fällt uns da leicht, leichter als früheren Generationen, weil wir es gewohnt sind zu sagen, nee, ist doch ganz klar, ich gehöre mir selber. Ich bin ein autonomer Mensch. Diese Diskussion taucht immer dann auf, wenn es kritisch wird. Zuletzt bei dem Gesetzentwurf etwa zur Patientenverfügung. Was zählt? Die ganz modernen und progressiven sagen, das ist klar, nur der Wille des Menschen, den er niedergelegt hat, zählt. Unabhängig von allem anderen. Ist egal, was ein Arzt sagt. Ist egal, wie sich die Situation verändert oder was gar Angehörige, Familie sagen. Nur das, was da auf dem Papier steht, zählt. Also der autonome Mensch, der sich selber gehört und für sich selber geht. Das ist ziemlich Konsens heute in einer modernen Gesellschaft. Wir merken allerdings vielleicht schon in der Antwort, dass sie nicht ganz richtig ist. Denn wir gehören ja nie ganz uns selber. Wir sind alle Kinder einer Familie. Also Familie jetzt im weitesten Sinn des Wortes. Also alle haben eine Mutter und alle einen Vater. Das ist unbestreitbar, wenn wir uns darauf einigen können. Sonst will ich mich da nicht drauf einlassen. Alle leben und sind aufgewachsen in einem ganz bestimmten Kontext, in Beziehungen. Ohne Beziehungen kann der Mensch nicht leben. Wir sind alle Bürger eines Staates. Der Staat macht uns ziemlich Beine mit seiner staatlichen Gewalt, die er hat, wenn wir sagen, wir leben nur für uns selber und keine Steuern bezahlen etwa. Da sieht man ziemlich alt aus. Da kommt das autonome Individuum schnell in eine Einzelzelle und merkt, wie autonom es ist. Also, wir spüren, dass das, was heute so in ist, was so gesellschaftlicher Konsens wird, noch nicht ganz, noch nicht in allen Bereichen, aber vielfach propagiert wird, dass das durchaus Risse hat und nicht ganz schlüssig ist. Für wen gehst du? Wem gehörst du? Wie heißt da unsere Antwort als Christ? Wenn wir uns dem Tagesgebet heute angeschlossen haben, dann wird uns das nochmal vor Augen geführt. Wir dürfen dich Vater nennen, denn du hast uns als deine geliebten Kinder angenommen. Das ist eines der großartigsten Bilder für die Wirklichkeit, in der wir leben sollen, dass wir Gottes Kinder sind durch die Taufe. Adoptiert, unaufkündbar adoptiert. Das ist etwas ganz Großartiges. Ich muss mich fast entschuldigen dafür, wenn ich jetzt ein Aber nachschicke. Darin erschöpft sich nicht die ganze Umschreibung unseres Verhältnisses Gott gegenüber. Das Neue Testament kennt verschiedene Akzentuierungen, so wie wir sie eben im Evangelium hörten. Und eine Akzentuierung, die heutzutage wiederum fast ganz unter den Tisch fällt, ist uns aufbewahrt in dem, was uns Lukas aufgeschrieben hat, wenn Jesus von Sklaven spricht. Wir dürfen das nicht gegeneinander ausspielen. Ja, was sind wir denn jetzt? Sklaven Gott gegenüber, das haben wir doch alles hinter uns gelassen. Das ist da alles irgendwie, im schlimmsten Fall sagt man dann Altes Testament oder andere Religion, ist irgendwie alles ganz dunkel. Oder sind wir jetzt Gottes Kinder? Beides, liebe Schwestern und Brüder, beansprucht vom Neuen Testament her Richtigkeit. Und wir müssen schon den inneren Elan und die Spannkraft haben, beides auszuhalten. Heute spricht Jesus sehr deutlich im Evangelium davon, dass wir unser Verhältnis und dass wir die Frage, die Antwort, die wir auf die Frage geben, für wen gehst du, wem gehörst du, dass wir sie im Verhältnis eines Sklaven zu beantworten haben. Das ist nicht unbedingt schön. Ein Kabarettist hat ja mal gesagt, man kann sich das Christentum auch schön machen. Nun gehört unser Evangelium zu diesen Vorlagen nicht. Wir werden in dem, was uns Jesus heute im Evangelium sagt, tief hineingehalten in das, was man Sklavenhaltergesellschaft nennt, in Sklavenverhältnisse. Wir bekommen einen Einblick, was es bedeutet, Leibeigener zu sein, zum nächtlichen Schichtdienst eingeteilt zu sein, weil der Herr, wie es ihm beliebt, irgendwann kommen kann. Zweite, dritte Nachtwache, 12,
eins. Erst wenn es hell wird, egal. Das Gesinde hat parat zu stehen. Es hat bereit zu sein. Es hat zu wachen. Und es hat den Haushalt so zu führen und auf das Haus so aufzupassen und alles zu ordnen, dass der Herr jederzeit da sein kann, dass man mit ihm rechnet. Wenn wir das jetzt anwenden, dann merken wir schon, indem, dass es einen Einwand des Petrus gibt, wer da alles gemeint ist. Schon Petrus, den Jesus ja als Hausverwalter einsetzt, fühlt sich da ziemlich angesprochen, vielleicht sogar auf die Füße getreten. Gilt das jetzt nur für uns oder für alle? Oder, das machen wir immer, wenn wir was nicht verstehen wollen, wie ist das jetzt genau zu verstehen? Wie meinst du das jetzt? Können wir da Ausführungsbestimmungen zu haben? Oder so ähnlich klingt das dann. Wie sollen wir das jetzt bloß anwenden? In der Hoffnung, man redet zu lange drüber. Hauptsache, wir haben geredet und am Schluss muss es keiner tun. Jesus bleibt dem Petrus keine Antwort schuldig. Im Gegenteil, der dreht noch einmal richtig auf und sagt, gut, wenn du schon fragst, kriegst du auch die passende Antwort. Offenbar ist es das Wesen von Sklaven, die Hausverwalter sind, dass sie sich als Herren aufspielen, dass sie sich in die Ecke knallen und fressen und saufen, während die anderen schuften. Und wenn die dann nicht parieren, kriegen die noch einen hinter die Ohren oder die Knüppel zwischen die Beine, egal. Das geht nicht. Jesus sagt, ein solcher Hausverwalter wird in Stücke gehauen. Zweigeteilt steht dort im Griechischen. Auch keine besonders schöne Vorstellung. Aber Jesus ist hier streng. Jesus beansprucht hier für sich selber, der Herr zu sein, der kommt, wann er es für richtig hält. Wir sind vielfach dabei, wenn wir über das Kommen Jesu sprechen, uns Fantasien hinzugeben, wie das denn jetzt genau stattfinden wird. Das wissen wir nicht. Das wissen Sie nicht, das weiß ich nicht. Da hält sich auch das Neue Testament ziemlich bedeckt. Aber in einem ist alles unstrittig, dass er kommt. Und das ist doch die Frage, die sich stellt. Für wen gehst du? Wem gehörst du? Nach diesem Evangelium ist das ganz klar. Ich gehöre zu Christus. Ich gehe für ihn. Das muss jeder und jede Getaufte sagen können. Aber was heißt das? Es heißt doch, wach zu sein, in allem mit Jesus zu rechnen. Tun wir das? Leben wir so? Und zwar auch als Kirche? Wir planen, wir beraten. Wir machen immer wieder neue Pläne, die dann Jahreszahlen tragen. Den Eindruck, dass da irgendwer mit Jesus rechnet, dass er vor der Tür stehen kann oder in einen solchen Sitzungssaal einmal hineinschaut oder in unser Wohnzimmer oder ins Schlafzimmer oder sonst wo. Da sagen wir doch eher, Gott bewahre. Das ist ja irgendwann mal, wird das wahrscheinlich so sein. Irgendwie so wie im Hollywood-Film mit Apokalyptik, kracht irgendwie alles und dann blitzt es zweimal und das war's dann. Nein. Christus kommt und wir gehören ihm. Und wir sind es schuldig, unserer Gesellschaft. Wir sind es schuldig, den gläubigen Muslimen in unserer Verwandtschaft. Wir sind es schuldig, den Kindern und Jugendlichen, die den Weg hier nicht mehr zu uns finden. Wir sind es schuldig den Agnostikern in unserer Gesellschaft. Wir sind es schuldig den Hedonisten unserer Gesellschaft, die nach nichts mehr fragen und nur sich selber kennen, auf ihren Spaß kommen wollen. Wir sind es denen schuldig, mit unserem Leben eine klare Antwort zu geben. Für wen gehst du? Wem gehörst du? Es gibt Restbestände solcher Nachtwachen. Und ich weiß das aus manchen Rückmeldungen, dass diese Restbestände nicht unbedingt auch für alle Beteiligten angenehm sind. Es gibt ja ab und zu die Diskussion, auch hier in unserem Stadtteil, müssen die denn so früh läuten? Mein Gott! Viele Pfarrer ziehen daraus die Konsequenz und läuten den Angelus für morgens um 9. Also für unsere Verhältnisse am Nachmittag. Müssen die denn so früh läuten? Liebe Schwestern und Brüder,
diese 30 Sekunden, die die Glocke morgens erklingt, ist ein letzter Restbestand, darauf aufmerksam zu machen, unsere Gesellschaft und uns selber vor allen Dingen, dass da jemand vor der Tür steht, dass da jemand kommen will und dass es eine Handvoll Menschen gibt, manchmal mehr, manchmal weniger, die sich darauf einstellen und darauf warten und damit rechnen, dass er kommt. Im Trott, in der Routine, auch wenn die Glocken läuten, vergisst man das manchmal selber einmal. Aber es ist ein äußeres Zeichen, das uns wach macht, im wahrsten Sinn des Wortes. Wach macht für das, was das Evangelium heute in aller Klarheit sagt. Und es wird auch deutlich, dass die Kirche nicht ein Lego-Baukasten ist, den man sich nach Belieben zusammensetzen kann. Wie schnell passiert das heute in unseren Diskussionen? Jeder weiß natürlich Rat. Natürlich, es dürfen auch alle sagen, das ist vollkommen in Ordnung. Aber wir dürfen nicht erwarten, dass das dann alles auch passiert. Wir beschweren ja manchmal uns darüber, dass auch der Papst so lange braucht, bis er sich mal entscheidet oder gar zu einer Neuerung durchringt. Liebe Schwestern und Brüder, die Kirche gehört aber nicht dem Papst. Und sie gehört keinem Bischof und sie gehört uns auch nicht. Die Kirche ist das anvertraute Hauswesen, von dem im Evangelium die Rede ist. Und bei jedem Schritt, bei jeder Entscheidung ist zu fragen, was sagt denn der Herr, wenn er kommt dazu? Erkennt er sein Haus noch wieder, das er verlassen hat, also zur Hochzeit ging, wenn er dann in der dritten oder vierten Nacht wach nach Hause kommt? Kennt er das noch wieder oder denkt er, hat sich in der Haustür geirrt? Das ist die Schwierigkeit, die uns bewusst sein muss. Weshalb das in der Kirche länger braucht, weil es mit Verantwortung zu tun hat, weil es mit dem Ernstnehmen des Herrn zu tun hat. Wenn wir natürlich so leben, so planen, als gäbe es Christus überhaupt nicht. Da kommt er sowieso nicht mehr. Warten auf Godot. Umsonst. Dann kann man sich eine Kirche basteln. Auch dafür gibt es Beispiele. Aber sie erweisen sich im Lauf der Geschichte als nicht tragfähig, nicht zukunftsfähig. Alles zerfasert, zerstückelt immer mehr. Das anvertraute Hauswesen, wo wir dazugehören dürfen, wo wir jeden Tag neu nach dem Willen des Herrn, dem dieses Haus gehört, fragen müssen. Wer das verinnerlicht, wer versucht so zu leben, wird eine Überraschung erfahren, von der das Evangelium heute auch berichtet. Und das ist ganz großartig. Und wir merken dann an dieser Überraschung, dass wir Gotteskindschaft und Sklavenverhältnis eben nicht gegeneinander ausspielen dürfen, sondern dass es zusammengehört. Denn dieser Herr, der da wiederkommt, ist von den Dienern, die auf ihn gewartet haben, die sein Haus so bewahrt haben, wie er es sich vorstellt und wie er es will und wie er es verlassen hat, geradezu verblüfft. Was macht er? Jesus sagt es im Evangelium. Er macht etwas ganz Überraschendes. Er geht selber hin, lässt seine Sklaven am Tisch Platz nehmen, bindet sich selber die Schürze um, geht für 2 Stunden in die Küche. Das steht jetzt hier nicht, aber so stellen wir uns das vor. Und dann bedient er sie. Das ist unerhört, liebe Schwestern und Brüder. Das gibt es in keiner anderen Religion. Das wird von keinem Gott dieser Erde, den man je als solchen angerufen hat, gesagt. Das gibt es nur bei uns. Einer, ein Herr, der seine Sklaven so nimmt wie seine geliebten Kinder. Der, wenn sie seinen Willen tun, selber sich zum Sklaven macht und sie bedient, damit es ihnen gut geht. Das ist der Grund, weshalb der heilige Ambrosius auf seinem Sterbebett sagen konnte, wir haben einen guten Herrn. Und dieser Satz, dieses Bekenntnis gehört als Antwort mit zur Frage, wem gehöre ich? Für wen gehst du? Ich gehe für Christus, denn er ist ein guter Herr.